das dürfte eigentlich wieder werden, wenn ich das noch, wenn das immer gleich ist. Auf seine Schultern machen wahrscheinlich keinen Baumern. Das sind Elderberries. Hallo liebe Leute, das ist es also, das Spiel der Wahl als nächstes Indie-Game, Reus. Reus ist ein Spiel, in dem man vier Giganten steuern kann, um einen kargen Planeten in ein fröhliches Zuhause für viele Menschen zu erschaffen. Wir schlüpfen mit unseren Riesen also in die Rolle von Gott, während jeder Riese ein Element darstellt. Das habt ihr auch schon im Intro gesehen. Ich habe das Tutorial bereits überflogen, damit ich einen groben Eindruck vom Spiel haben kann und wie alles abläuft, wie man das spielen kann. Das Review wird mit zwei Videos bestehen, die jeweils 15 Minuten lang sind. In denen werde ich Reus mit euch im Freeplay-Modus erkunden und versuchen, so viel wie möglich herauszufinden. Wenn das für euch gefällt, werde ich die Era-Challenge angehen. Das bedeutet, dass man in 30 Minuten, zumindest steht das hier so, so viel wie möglich zu erschaffen und zu erreichen mit den Menschen zusammen, um große Kräfte für die Giganten freizuschalten. Dazu später dann mehr. Ob ich das machen soll, könnt ihr mir nachher in die Kommentare schreiben. Wir fangen gleich mal an und schauen, was das Spiel zu bieten hat. Das ist der Freeplay-Modus, in dem man so lange spielen kann, wie man will. Hier unten steht, vergiss nicht deine Pflanzen, Tiere und Mineralien mit Aspekten abzugraden. Stärkere Aspekte können große Boosts geben. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben also unseren kargen Planeten, der momentan einfach nur aus Wasteland besteht, also aus diesem düsteren Land. Und, tja, wir haben da mit diesen vier Personen hier, ich stelle euch kurz vor, hier haben wir den Ozeangiganten, der auch ein bisschen wie eine Krabbe aussieht, den Waldgiganten, der mich irgendwie ein bisschen an einen Affen erinnert, dem Steingiganten, der eben auch ein Stein ist, und dem Sumpfgiganten, der, ja, blubbert. Diese vier können ihr jeweils repräsentatives Element bearbeiten und verändern, wie sie wollen. Ich demonstriere euch das einfach mal, indem ich hier ein Stückchen Ozean erzeuge. Keine Sorge, die können schwimmen. Das ist jetzt nicht schlimm. Und wir haben somit die Möglichkeit, einfach aus dem Nichts Seen zu erschaffen oder andere tolle Gegenden. Der Planet ist ziemlich groß, das heißt, wir können hier groß was verändern. Ich schiebe euch einfach mal mit Rechtsklick zur Seite und der hier macht jetzt ein bisschen Ozean. Wir brauchen das Wasser, das ist eine ziemlich gute Grundressource, um Pflanzen anzubauen. Also was ich damit meine ist, der hier, der Waldgott, kann jetzt nämlich neben Wasser, ihr habt es wohl erraten, Wald anlegen. Schauen wir uns mal an, wie er das macht.
Schon haben wir eine Fläche mit Grün belegt. Hier kann er jetzt sogar Früchte und andere Sachen anpflanzen. Und in dem Fall haben wir jetzt hier Blaubeeren erschaffen. Die geben in diesem kleinen Feld 5 Äpfel, in dem Fall also Food, als Ressource für noch nicht existierende weitere Lebensformen. Was sage ich? Schon bekommen wir unsere ersten Freunde. Ein Walddorf hat sich niedergelassen. Walddörfer starten meistens Projekte, die Essen brauchen. Probiere also Pflanzen wie Früchte oder domestizierte Tiere anzubauen innerhalb der Grenzen des Dorfes. Das heißt, der Ozean-Gigant hier, lassen wir nur kurz noch diese Stelle hier begradigen. Ich mag das irgendwie nicht, hier ist ein Hubel. Geht das noch? Ja, ist ja egal. Komm hier rüber. Der hat noch eine andere Fähigkeit. Die da nennt sich Domestic Animals, also domestizierte Tiere. Also Tiere, die man sich hält. Ich werde jetzt direkt neben die Blaubeeren setzen. Ich bin mir sicher, dass die einen Effekt aufeinander hatten. Ich setze sie jetzt erstmal hier hin. Das dürften gleich Hühner werden. Wenn das immer gleich ist. Zack. Und wir haben Chicken. Und jetzt sehen wir, dass das Spiel viel mit Symbiosen arbeitet. Mensch, du bist zu schnell, Spiel. Du gehst einfach zu schnell voran. Ein neuer Nomade läuft gerade über den Planet. Versuche für ihn einen Platz zum Niederlassen zu finden, damit er eine neue Stadt gründet. Ein neues Dorf. Außerdem soll ich ein paar Ressourcen zur Verfügung stellen. Wenn ich das nicht mache, wird er sich wahrscheinlich ziemlich nah an einer bereits bestehenden Stadt, also der hier, ansiedeln und rivalisierend auf die Ressourcen hier abneigen. Ich kann das Spiel jetzt einfach mal pausieren. Wir können, während wir pausiert haben, denen immer noch weitere Befehle geben. Das ist jetzt ziemlich schlau, weil ich damit ein bisschen Zeit bekomme, das jetzt nochmal kurz zu erklären. Hier werden hier gerade mit Ereignissen überhäuft. Es gibt Symbiosen zwischen verschiedenen Sachen. Hier oben, Symbiosis. Zum Beispiel bekommen wir von den Hühnern mehr Essen, wenn in der Nähe Blaubeeren sind. Blueberries within animal range. Die Range, die ist hier repräsentiert durch diese, sind Felder aufgeteilt, haben wir hier unten diesen farbigen Streifen, der repräsentiert, wie weit diese Symbiosen-Eigenschaften wirken. Der hier hat zum Beispiel auch 2 in jeder Richtung. Und weil in diesen 2 Feldern hier drüben die Blaubeeren sind, bekommen wir jetzt mehr Essen. Das Dorf hat momentan 5 in Benutzung und könnte bis zu 36 haben. Also Essen, das es benutzt und Essen, das es zur Verfügung hätte. So kann man das ungefähr sehen. Wenn wir die Menschen jetzt mit Möglichkeiten, Essen zu farmen, überhäufen zum Beispiel, da steht dann nachher 15 von 300 irgendwas. Ich weiß nicht, ob man überhaupt so hochkommt. Dann fangen die an, gierig zu werden. Darauf gehen wir dann später noch an, denn die Menschen, die respektieren momentan unsere Giganten, steht hier. This village respects the giants. Aber das ist nicht immer so. Wenn wir denen jetzt zu viel geben, dann werden die nämlich gierig und bekommen hier Greed. Was so viel heißt wie Gier. Und das ist dann auch ziemlich wichtig, dass man die Leute da nicht überarbeitet. Wenn wir eine Zahl haben, die hier so eine sehr große Abweichung hat, also die Differenz ist ja jetzt ziemlich hoch von 5 auf 36, dann bedeutet das, dass es diese 5 sehr schnell sich an die 36 annähert. Wenn uns nur noch wenige Punkte fehlen, dann werden wir uns noch sehr langsam daran annähern. Das bedeutet, wenn wir jetzt von 5 auf 10 wollten und wir haben da wirklich 5-10 stehen, dann dauert das ziemlich lang. Wenn wir aber 5-15 hätten, kommen wir schneller auf die 10. Sie haben jetzt angefangen, eine Granary zu bauen, also einen Kornspeicher, wenn ich mich recht erinnere. Und tja, hier oben steht, dass die benutzt wird für friedliche Farmers und Gatherers. Das müsste ich jetzt googeln, mache ich jetzt einfach nicht. Wir lassen das Spiel mal weiterlaufen. Die bauen das jetzt hier also an und sind momentan ziemlich glücklich. Sie haben zumindest so einen kleinen Smiley. Yay! Hier drüben, unser Waldgott, der kann jetzt auch einfach mal mitkommen. Und hier drüben weiterbauen. Ich lasse jetzt vom Swamp God oder von unserem Swamp Giant hier einen Sumpf angelegen. Schon haben wir seinen Sumpf erschaffen. Auch hier können die jeweiligen Götter zum Beispiel Früchte anpflanzen. Das werden jetzt dann aber wahrscheinlich keine Blaubeeren. Es sind Elderberries. Ich weiß jetzt nicht genau, was das im Deutschen sind. Scheint lecker zu sein. Wir können auch Herbs anpflanzen, also
Folter. Und da haben wir auch schon. Die Siedler, die sich vorhin hier niedergelassen haben, bauen jetzt ein kleines Dorf in unserem Sumpf. Wir sollen versuchen, fortgeschrittene Mineralien zu platzieren oder Kräuter, um ihre Technologie zu erhöhen. So, schon haben sie 7 Technologiepunkte. Das ist jetzt nur nicht innerhalb dieser Dorfgrenze. Das heißt, ich werde auch noch hier welche hinsetzen. Die Dorfgrenze geht in dem Fall bis ins Wasser. Wir können hier ebenfalls durch Krabby, Mr. Krabs, wir können hier ebenfalls dadurch was anpflanzen. Und zwar, sie bauen einen Hafen. Können wir hier ebenfalls domestizierte Tiere anpflanzen lassen. Ansiedeln. Was rede ich denn von Pflanzen? In dem Fall wird unser Freund jetzt hier ein paar Fische einsetzen. Ah, jetzt haben wir Algen, hier haben wir ein paar Makrelen. Und die werden jetzt von denen hier angebaut. Wir können übrigens den Growth-Aspekt benutzen, um mit einer gewissen Möglichkeit Transmutation zu erzeugen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, Transmutation. Im Grunde sind das einfach bloß fortgeschrittene Versionen der Pflanzen. Ich kann zum Beispiel aus den Elderberries Tomaten machen. Oder Ananas. Das funktioniert, indem wir die jetzt hier den Leaf-Aspekt drauf wirken lassen. Dann bekommen wir das Ganze freigestellt. Das kann ich jetzt hier machen. Tomato. So. Wenn die hier ihren Hafen bauen, dann müssen wir innerhalb einer gewissen Zeit, die hier oben steht, ich werde, sobald dieses Projekt fertig gebaut ist, das erste Video mal stoppen, weil wir dann knapp über 15 Minuten sein werden. Ich habe mich versucht, den Einleitung kurz zu halten. Und dann werden wir einfach mal schauen, ob die es schaffen, diesen Hafen fertig zu bauen. Dafür brauchen sie Wealth, also Wohlhaben und Essen. Momentan können sie das noch gar nicht erreichen, weil sie erst 14 haben. Und wir haben noch gar keine Möglichkeit, ihnen Wohlhaben zu geben. Dafür haben wir unseren Rock Giant. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was ich mit dem jetzt vorhab. Ich gehe jetzt einfach mal innerhalb der Stadtmauern ungefähr. Hey, eine neue Nachricht. Okay, unser erstes Dorf links hat es bereits geschafft, sein Ziel zu erreichen. Das war das da drüben in dem Walddorf. Und die haben jetzt einen Bürgermeister, einen Ambassador erwählt. Dieser Forest Ambassador hat, je nachdem, mit wem wir ihn jetzt in Verbindung setzen, verschiedene Fähigkeiten. Ich überspringe das jetzt, weil das Ganze ziemlich beispielbehaftet ist. Und suche einfach mal, was ist denn der nächste Gigant, den wir haben? Der hier. Lassen wir jetzt hier hingehen. Na, was kannst du denn? Ich lese mir das schnell durch. Mhm. Okay, den nehmen wir. Geh wieder zurück. Oder benutze eine Fähigkeit, mit der kann er die heilen oder beschleunigen. Wusch. Ja. Leg mal einen Zahn zu. Speed. Speed, mein Freund. Bleib nicht stehen. Mehr Speed. Mehr Energie. Energie. Renne. Fauler Sack. Und er kann jetzt diesen Ambassador aufheben. Und Achtung, das wird ziemlich cool. Auf seine Schulter nehmen. Jetzt haben wir, dadurch, dass sie sich verbündet haben, die haben sich ziemlich gefreut, weil das ja fertig ist. Wir können übrigens hier mal schauen, über was unterhalten die sich denn. Räder, also sie sind am Erfinden momentan. Der redet über ein Katapult. Okay, also es ist wichtig zu gucken, was die Leute so reden. Weil das starken Einfluss darauf hat, wie sie sich in Zukunft verhalten werden. Wenn die jetzt viel über Schwerter und Krieg reden, könnte es sein, dass sie vielleicht auf die Idee kommen, ein anderes Dorf zu überfallen. Vor allem, wenn sie sehr große Unterschiede haben. Jetzt gehen wir mal wieder hier rüber. Die brauchen nämlich Wealth. Ja, und wie holen wir das am besten? Mit unserem Steingiganten hier drüben. Der hat nämlich folgende Eigenschaft. Er kann Mineralien, er kann auch fortgeschrittene, also er kann verschiedene Mineralien in den Boden einsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal. Setze den Menschen hier. Oh, 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 oh. Schmerzhaft. Nichts hin. Habe ich toll gemacht, oder? Ich probiere es mal hier drüben. Hier ist nämlich wirklich freie Stelle. No natural source. Und setze ihnen hier ein paar Mineralien hin. Was haben sie bekommen? Marbles. Was der genaue Ausdruck von Marble ist, weiß ich jetzt nicht. Soweit ich weiß, sind Marbles ja Murmeln. Auf jeden Fall können sie das jetzt abbauen und bekommen damit leider nur Technologie. Ich wollte ihnen eigentlich Wealth geben.
Das lief ein bisschen blöd, dann setze ich hier drüben einfach nochmal welche hin. Oh, schön. Schön, wir haben Agathe bekommen. Agate. Ich weiß es leider auch davon, die deutsche Übersetzung nicht. Bin ich schlecht vorbereitet. Allerdings haben wir hier wieder eine Symbiose. Zum Beispiel bekommen wir, falls Wealth in der Nähe ist, zusätzliche Technologie. Und dadurch, dass wir die jetzt hinzugefügt haben hier, werden die hier auch gleich erhöht. Schauen wir mal, wie groß ist denn die Lücke? Also Essen sind sie jetzt auf einem perfekten, ausgeglichenen Level. Wealth müsste sich in der Zeit noch hoch arbeiten können. Also wir werden es innerhalb von den 5 Minuten 20 schaffen, die 10 zu erreichen. Nur das Essen, das wird nicht reichen. Also will ich da jetzt noch irgendwas dran ändern. Vielleicht setze ich hier mal einen Leaf-Aspekt drauf und gucke, ob sich da was weiterentwickelt. Nein. Es hat eine gewisse Chance, dass es klappt. Ich werde jetzt einfach mal die Dünger hier benutzen, eine Art Wachstumsverstärkung. Um zu gucken, ob ich dadurch noch einen Effekt erzielen kann. Okay, momentan nicht. Doch, hier oben. Mehr Technologie, mehr Natur. Gut, das bringt jetzt momentan wenig. Leider. Was ich bräuchte, wäre ein bisschen mehr Essen. Also setze ich einfach hier drüben mal, ob ich ein Wasser vielleicht noch hinkriege. Nein. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich werde wahrscheinlich die Marble Mine hier abbauen. Oder einfach überschreiben, indem ich jetzt eine Fruitplantage hier drauf setze. Nein, 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 nicht dich. Das hier. Das war gerade jemand in der Mine. Aber gut. Soweit ich weiß, hatten die auch... Okay, wenn ich neben den Elderberries jetzt ein Nest mit Tieren hätte, dann würden die nochmal plus 7 Food und 3 Natur bekommen. Das ist aber so jetzt erstmal in Ordnung. 9 von 8. Okay, der geht wieder runter. Jetzt habe ich zu viel Technologie weggenommen. Na gut, ich schau mal, was der hier sagt. Die Natur sieht vielversprechend aus, aber... Könnte es nicht noch besser sein? Ob ich schon probiert hätte, Symbiosen auszutesten? Ja, habe ich. Es ist okay. Ich soll momentan auf eine einfache Stadt fokussieren. Das meinen die. Ja, okay. Die hat ja ihr Projekt abgeschlossen. Ich gehe jetzt einfach mal hier drüben weiter gucken. Wie viel Zeit habe ich noch? Du bist praktisch meine Splattermauer. Ah, noch 3. Okay. Es wird eng. Ich halte mal kurz das Spiel an. Jetzt muss ich nämlich echt überlegen, wie ich das hier anpflanze. Ich könnte hier nebendran nehmen, den hier noch. Gut, der soll hier drüben nochmal Mineralien platzieren, solche. Und dann brauche ich noch ein bisschen was Essensmäßiges. Ich lasse den mal kurz das machen. Okay, von der Technologie kommen wir jetzt hoch genug. Dummerweise fehlt jetzt, glaube ich, noch ein Essen. Na super, das Food in Use. Ja. Da komme ich nicht hoch genug. Hier nochmal Tiere anzupflanzen wird wenig helfen. Nein, ich kann die einfach stacken. Das ist schön. Das ist schön. Gut, dann kann ich es jetzt schaffen. Und wir lassen das Dorf mal in Ruhe. Währenddessen zeige ich euch noch die Wüste. Komm mit, mein Freund. Er hat jetzt einen Ambassador aufgesammelt und bekommt dadurch eine Fähigkeit. Exotic Aspect. Ich kann jetzt also ein Tierfeld mit dem exotischen Aspekt bearbeiten. Und damit den Wealth erhöhen. Ich zeige jetzt einfach mal, was der damit meint. Der kann exotische Tiere erzeugen. Ah, ja, schön. Wir haben einen Sumpfbürgermeister bekommen. Ich lese euch das jetzt nicht vor. Das soll jetzt einfach mal wegbleiben. Wir haben jetzt Pfeilgiftfrösche erzeugt. Und du hast deine Fähigkeit dadurch, dass du einen Bürgermeister auf dir sitzen hast, diesen Ambassador. Kannst das jetzt bearbeiten. Das ist eigentlich eine der schönsten Sachen an dem Spiel. Dadurch, dass man den Leuten hilft und mit ihnen kooperiert, bekommt man neue Fähigkeiten. Jetzt haben wir zusätzlich Wealth bekommen. Das können wir, glaube ich, sogar nochmal machen. Nein. Aber wir können transportieren zu Iguanas. Das sieht vom Bild her jetzt zumindest mal so aus, als ob das... Bartagame wären. Ja, kommt nah ran. Und er sah, dass es gut war. Und das ist eben ein ziemlich tiefliegender Aspekt hier drin. Wir können mit unseren verschiedenen Wesen jetzt
die Ambassadors aufnehmen. Haben jetzt eine, jetzt bauen sie eine Mühle, okay. Wer wird das wohl sein? Was passiert hier drüben? Wollen eine Mühle bauen? Und genau so sieht das jetzt erstmal in diesem Spiel aus, was so genial daran ist, dass man kooperiert. Man hat die Götter, die den Menschen helfen, ihr Dorf auszubauen. Und im Gegenzug dazu bekommen sie jetzt neue Fähigkeiten. Der Freund hier kann jetzt Migrate benutzen. Das kann jetzt Pflanzen nehmen. Oder andere Sachen. Ich nehme das jetzt einfach mal. Nehmen. Jetzt hat er sie hier oben drin. Und kann sie dann woanders hinsetzen. Zum Beispiel hier. So, ich finde die da sind dort in Ordnung. Gut, also das war unsere, das war unser erster Einblick in diese tolle Welt. In der nächsten Folge werde ich mal probieren, einfach ein Dorf mit Reichtum zu überschütten, damit wir uns mal angucken, was passiert, wenn man das Gleichgewicht in dieser Welt zerstört, für das sie eigentlich sorgen sollten. Das kann nämlich auch passieren. Der überlegt sich gerade, wieso. Und zu was das führen kann. Denn das Spiel kann entweder richtig rund laufen, wie die Erde nun mal so ist, oder es kann alles schief laufen. Dann müssen die ihre Kräfte einsetzen, wie zum Beispiel Erdbeben. Wir wissen nicht, ob wir es so weit kommen lassen müssen, ob wir es so weit kommen lassen wollen, aber wir werden es auf jeden Fall darauf ankommen lassen. Das ist also Reus. Ich hoffe, euch hat die erste Folge des Reviews gefallen. Wenn ihr auch weitere Videos von dem Spiel sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Euer Crash.